Reminiscere, gedenken, so heißt dieser zweite Sonntag der Passionszeit. Gedenken. Wir gedenken der Opfer von Verfolgung und Gewalt. Wir gedenken Verstorbene. Wir gedenken großer Taten. Der Name des Sonntags fordert aber nicht nur uns dazu auf, zu gedenken. In seinem Ursprung in Psalm 25 geht es um Gottes Gedenken. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und Güte. Wir versichern uns der Barmherzigkeit Gottes und wir bitten Gott darum, sich seinen Menschen barmherzig zuzuwenden, wie er es uns versprochen hat. Wo wir sind, sind wir zusammen. Zusammen feiern wir Gottesdienst, hier in der Kirche und an den Bildschirmen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr,
Zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Herr, manchmal zweifle ich an dir, an deiner Güte und an deiner Barmherzigkeit. Ich zweifle an deiner Gerechtigkeit und mache mich selbst zum Richter über andere. Herr, wende du dich nicht von mir ab, wende dich mir zu, erinnere dich deiner Barmherzigkeit, öffne du mein Herz für dich und mach es fest. Mach du mein Vertrauen in dich wieder stark. Amen. Ich lese Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Der Prophet Jesaja singt ein Lied. Er erzählt eine Geschichte. Und wenn ein Prophet Gottes ein Lied singt, eine Geschichte erzählt, dann hat das etwas zu bedeuten. Das Lied handelt von einem Weinbauern. Ein Weinbauer, der alles tut, damit sein Weinberg reichen Ertrag bringen kann. Die Menschen, denen Jesaja diese Geschichte erzählt, sie wussten, wie man einen Weinberg bewirtschaften musste. Sie verfolgten das Tun des Weinbauern in der Geschichte ganz genau. Der Weinbauer tat, was getan werden sollte. Er grub den Weinberg um, las die Steine ab, bepflanzte ihn, baute einen Turm, einen Wachturm, um die Reben zu schützen. Später hören wir, dass er sogar eine Mauer gezogen hatte. Als alles getan war, wartete er. Er wartete nicht im Sinne von: Ich gehe woanders hin, beschäftige mich mit was anderem, wende mich einem anderen Projekt zu, den Weinberg überlasse ich sich selber, jetzt habe ich ja alles getan.
auch nicht warten im Sinne von, ich rüttel an den Reben, vielleicht wächst es dann schneller. Nein, er wartete, er sorgte für den Weinberg. Er tat, was zu tun war, schützte die Reben. Vielleicht vor zu viel Sonne oder Frost, in jedem Fall vor wilden Tieren, die gern an den Pflanzen knabbern wollten. Voll Vertrauen wartete er. Er glaubte an seinen Erfolg. Der Prophet Jesaja fragt seine Zuhörer. Er fragt die Bewohner Israels und Judas. Er fragt sie danach, was der Weinbauer noch hätte tun können. Hat er nicht alles gemacht? Jesaja ist sich sicher, dass er von den erfahrenen Weinbauern des Volkes zu hören bekommen wird, dass der Weinbauer alles getan hat, was möglich war. Darum war die Konsequenz, die der Weinbauer aus seinem Erleben zog, eine zu erwartende Konsequenz. Er erlebte, dass der Weinberg immer noch keine Frucht brachte, obwohl er alles getan hatte. Die Konsequenz war erwartbar. Wenn ein Weinberg in der besten Lage, auch nach all der Mühe und mit der wirklich besten Bepflanzung mit edlen Reben, keine Früchte trug, dann war es der Weinberg nicht wert, weiter beachtet zu werden. Dann musste der Weinbauer sich doch einer anderen Sache annehmen, sich einem neuen Projekt zuwenden. Alles andere wäre Zeitverschwendung. Soweit konnten die Zuhörer Jesajas mitgehen. Doch dann kommt es knüppeldick. Jesaja beendet seine Geschichte, wie sie erwartet hatten, mit der Ankündigung der Verwilderung des Weinbergs, mit der Ankündigung des Untergangs des Weinbergs. Und dann? Dann wird plötzlich klar, was er eigentlich damit hatte sagen wollen. Vielleicht war in einigen die dunkle Vorahnung schon früher aufgestiegen. Aber spätestens mit den letzten Worten des Jesaja wird es deutlich. Der Weinberg steht für das ganze Volk. Mit dem Weinberg sind wir Menschen gemeint. Gott sorgt für uns wie ein guter Weinbauer für seinen Weinberg. Nur Früchte findet er keine. Es reicht nicht. Irgendwas scheint zu fehlen. Was ist los mit dem Menschen? Was ist los mit mir? Kann ich nicht annehmen, was Gott in meinem Leben wirken will? Lasse ich mich nicht von seiner Botschaft ansprechen? Lässt sein Tun mich kalt? Oder ist sein Tun für einen Weinberg so selbstverständlich, dass ich es kaum wahrnehmen kann? Ich schaue Jesaja tief in die Augen und frage nach der Konsequenz. Lässt Gott mich fallen, Jesaja? Wird Gott sich von seinem Volk, von seinen Menschen abwenden? Hat er sich schon abgewendet? Beginnt schon alles zu überwuchern und ich habe es noch gar nicht bemerkt? Jesaja, sag mir doch, wie steht es um die Menschheit? Für Jesaja ist Gottes Handeln klar. Gott wartet. Er wartet auf Rechtsspruch. Er wartet auf Gerechtigkeit. Gott wartet darauf, dass die Menschheit erkennt, was von ihr erwartet wird. Er wartet, sieht kein Ergebnis und erwartet. Gott wartet, gibt uns aber nicht auf. Er hat seinen Weinberg nicht eingerissen. Er bewirtschaftet ihn immer weiter. Erst in Israel,
Dann immer mehr verteilt in aller Welt bewirtschaftet Gott seinen Weinberg. Jesus Christus gibt uns Zeugnis davon. In Jesus zeigt sich deutlich, wie sehr sich Gott uns Menschen seiner Welt zuwendet. Wie sehr er sich um jeden Menschen bemüht. Gott wirkt in meinem Leben. Gott wirkt in unserer Welt. Und manchmal kann ich sein Wirken wahrnehmen. Erkenne ich seine Spuren. Allzu oft gehe ich daran vorbei, ohne sie wahrzunehmen. Doch manchmal erkenne ich sie in einem kleinen Sonnenstrahl, in einem Lächeln, in einem besonderen Moment, in einer gefährlichen Situation, die gut ausgeht, in der Ruhe, die in meinem Herzen aufgeht, obwohl es eben noch ganz aufgewühlt war. In der Botschaft Jesu, die versucht, mein Herz und meinen Verstand zu erreichen. Heute, an diesem zweiten Sonntag in der Passionszeit, wenden wir unseren Blick schon auf Ostern hin. Wie wir sind, auch wenn wir zu dem Weinberg gehören, der keine Früchte trägt, stehen wir vor dieser großen Geschichte, die auch uns angeht. Wir sehen auf Ostern, wir sehen auf das, was Jesus für uns Menschen tut. Wir sehen auf das, was sein Sterben und Auferstehen für uns an Hoffnung bereithält. Wir sind eingeladen, uns ihm zuzuwenden. An diesem Sonntag rufen wir aber auch zu Gott. Vergiss nicht, was du uns versprochen hast. Du hast versprochen, barmherzig zu sein. Darauf verlassen wir uns. Darauf können wir unser Leben aufbauen. Daran können wir uns halten. Wir fragen, siehst du nicht, Gott, was in deiner Welt bei deinen Menschen los ist, bei jedem von uns? Wir brauchen dich. Und wir verlassen uns auf dich in all deiner Größe. Und wir verlassen uns darauf, dass du uns barmherzig ansiehst. Amen.
Ich bitte Sie aufzustehen. Aus unserer Gemeinde verstarb und wurde in der vergangenen Woche bestattet Herr Bernd Günther Antritter im Alter von 65 Jahren. Das Trostwort bei seiner Bestattung steht in Psalm 25, Vers 10. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Herr unser Gott, wir bitten dich für den Verstorbenen und für alle, die um ihn trauern. Begleite sie mit deiner Barmherzigkeit und schenke ihnen Frieden. Amen. In trauerndem Gedenken an den Verstorbenen und an alle, die um ihn trauern, hören wir auf einen Choral. Wir beten. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Deine Barmherzigkeit rettet, deine Barmherzigkeit heilt, deine Barmherzigkeit beschützt. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und rette deine Schöpfung. Erinnere dich, ewiger Gott, an die traumatisierten Kinder in den Flüchtlingslagern. Erinnere dich an die Menschen, die kein Zuhause haben. Erinnere dich an die Mutigen, die den Gewaltherrschern widerstehen. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Erhöre uns und rette uns. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und heile die Kranken. Erinnere dich, ewiger Gott, an die Kranken auf den Intensivstationen und auch an die Genesenden. Erinnere dich an die, die alles für die Kranken und Hinfälligen tun. Erinnere dich an die Trauernden und hülle besonders die in deine Liebe, die ohne Umarmung Abschied nehmen mussten. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Erhöre uns und heile uns. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und beschütze die, die dir vertrauen. Erinnere dich an die Verfolgten in aller Welt. Erinnere dich an unsere Geschwister in Indien und an die Frauen von Vanuatu, die uns den Weltgebetstag, den wir nächste Woche feiern, geschickt haben. Erinnere dich an die Verzweifelten und die, die um ihre Existenz fürchten. Erinnere dich an unsere Gemeinde und an alle, für die wir Verantwortung haben. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Berühre uns mit deiner Barmherzigkeit und verwandle diese Welt durch die Liebe Jesu heute und an jedem neuen Tag. Gemeinsam beten wir, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für die musikalische Gestaltung danken wir Barbara Retzbach am E-Piano, den Sängerinnen und Sängern Heidrun und Jutta Fundis, Sibylle Kern, Sieglinde Klein, Rüdiger Antritter und Heiner Schüle. Vielen Dank für die Darbietung. Heidrun Fundis und Markus Dinkel danken wir ganz besonders für die Technik. Für jeden Sonntag unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden habe ich heute nicht gesehen, aber wir wollen sie erwähnen. Jana und Juliane sind immer wieder mit dabei. Wir danken für das Opfer von 49 Euro vom vergangenen Sonntag und für eine Spende von 100 Euro für unsere eigene Gemeinde. Wenn Sie nachher rausgehen, werden Sie 8 traurige Schweinchen sehen.
Niemand hat sie mitgenommen. Sie schauen einen wirklich traurig an und hoffen, vielleicht nimmt sie noch jemand mit und sie werden vielleicht gefüllt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unserer Region. Reministere. Bis auf Weiteres feiern wir unser Gottesdienst in der Kirche unter Beachtung des Schutzkonzeptes. Wir tragen alle fleißig FFP-Masken und wir tragen medizinische Masken, keine Textilmasken. Den Gottesdienst können wir zu Hause per Livestream über unsere Homepage miterleben, aber Sie können auch, das müssen Sie mal probieren, die Nummer 911069 wählen. Dann werden Sie eine vertraute Stimme am Telefon hören, die die Predigt spricht. Nach wie vor liegt eine schriftliche Andacht freitags für Sie zum Mitnehmen bereit. Herzlich laden wir ein zum Weltgebetstag der Frauen am kommenden Freitag, 5. März um 18 Uhr, hier in unserer Kirche, Präsenzgottesdienst. Und wir laden ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Pfarrerin Julia Bergötz wird den Gottesdienst wieder mit uns feiern. Weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten können Sie wie immer dem Gemeindemitteilungsblatt oder auf unserer Homepage nachlesen. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Gehen wir in diese Woche mit dem Spruch aus Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So geht in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes. Es segne und behüte dich, der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.